A2.2. Die Skizze zeigt, wie die Rotorblätter in einem rechteckigen Feld in einer Montagehalle lagen, als man sie probeweise aneinander montierte. Berechnen Sie die Seitenlängen L und B dieses rechteckigen Feldes, runden Sie auf ganze Meter. Zuerst tragen wir mal ein, was kennen wir überhaupt für Größen. Ja, aus der A2.0 bzw. 2.1 ist bekannt. Zeichnen mit Rot ein. Hier einmal den Radius dieser Rotorblätter mit 82 Meter. Ja, oben hat man Durchmesser mit 164 durch zwei Teile, dann kriegt man den Radius. Der ist sowohl hier zu finden als auch hier. Was kennen wir noch? Die drehsymmetrische Figur, wie vorhin erwähnt. Bedeutet, ich kann diese Figur drehen und auf sich selbst abbilden. Das bedeutet, dass ich hier diese Winkel hier kenne. Ja, die sind damit alle gleich groß. Und wenn ich jetzt mal Punkte, den Punkten hier Namen gebe, dann kann ich auch was über die Winkel aussagen. Nämlich zum Beispiel der Winkel AMB ist gleich 360 Grad geteilt durch, der Rotor ist dann in drei Bereiche aufgeteilt, also geteilt durch 3. Und damit gilt für den Winkel AMB ein Maß von 120 Grad. So, das mache ich jetzt nochmal weg, damit nicht allzu viel in der kleinen Zeichnung drin steht. Halt den Radius hätte ich gerne behalten. Aber dieser Winkel hier mit 120 Grad ist bekannt. Jetzt. Gut, wie geht's weiter? Also, ich muss einmal die Seite L und die Seite B berechnen und auch wichtig, auf ganze Meter runden. Hier steht jetzt nicht mehr runden Sie das Ergebnis, sondern auch insgesamt soll auf Meter gerundet werden. Gut, wir suchen uns wieder geeignete Stücke, mit denen wir rechnen können. Wenn wir jetzt zuerst auf L gehen, sehen wir vielleicht, L würde hier drin liegen, das ist ein Trapez. Ich kenne zwar die Strecke AM, das ist der Radius mit 82 und die EM nach oben. Machen wir vielleicht noch ein C hin. Die MC mit 82 ist auch der Radius, aber mehr kenne ich nicht. Das bringt mir für das Trapez irgendwie nichts für die Seite L. Okay, lassen wir die vielleicht mal weg und gehen erst auf die Seite B. Vielleicht bringen uns die mehr. Die Seite B liegt zum Beispiel in diesem Dreieck drin. Dreiecke sind immer toll, weil da können wir entsprechende Sätze ansetzen. Wir sehen jetzt kein rechtwinkliges Dreieck, also funktionieren Sinussatz und Kosinussatz. Und schauen wir an, was wir in diesem Dreieck gegeben haben. Wir kennen hier die Seite mit 82 Meter und hier die Seite mit 82 Meter. Ist ja nichts anderes als der Radius hier dieses Rotors. Und unten die B ist gesucht. Daraus ergibt sich das nicht rechtwinklige Dreieck ABM. Und im nicht rechtwinkligen Dreieck funktionieren Sinussatz und Kosinussatz. Schauen wir in der Formelsammlung nach. Bei mir auf Seite 8, hier unten kommen sie. Sinussatz steht hier mit A durch Sinus Alpha und so weiter und so fort und Kosinussatz steht darunter. Funktioniert der Sinussatz? Für den Sinussatz bräuchte ich zwei Seiten und zwei Winkel. Seiten würde ich kennen mit 82 Metern, Winkel kenne ich jetzt nur mit 120 Grad. Aber da wir hier sogar ein gleichschenkliges Dreieck haben, ist es kein Problem, diese beiden Basiswinkel zu berechnen. Ja, 180 minus 120 sind 60 Grad, geteilt durch 2 sind 30 Grad auf beiden Seiten. Also könnte ich den Sinussatz ansetzen. Möglichkeit 2, ich kenne zwei Seiten und einen Winkel, die dritte Seite ist gesucht, ist auch ein klassischer Kosinussatz. Ja, also würde beides funktionieren. Ich nutze jetzt hier den Kosinussatz, weil da brauche ich jetzt keine weiteren Winkel ausrechnen, sondern kann sofort einsetzen. Wichtig beim Kosinussatz ist nur, man fängt immer mit der Seite an, die gegenüber vom Winkel liegt. Na, ja, also wenn ich hier den Winkel Alpha habe, fange ich mit der Seite A an. Hier habe ich den Winkel von 120 Grad, also fange ich mit der gegenüberliegenden Seite, mit der Seite B an. Ich will B berechnen, also folgt daraus. B Quadrat ist gleich die beiden anderen Seiten zum Quadrat. AM Quadrat plus BM Quadrat. Minus 2 mal AM mal BM mal Cosinus vom Winkel AMB. Gut, setzen wir bekannte Größen ein. B wollen wir ja berechnen. AM sind 82 plus BM 82 Quadrat minus 2 mal 82 mal 82 mal Cosinus von 120 Grad. Das kann ich jetzt entweder solvern. Ja, B Quadrat ist nun alleine übrig oder ich benutze einen Taschenrechner,
und rechts mit Hilfe der Wurzel aus. Dieses Quadrat bei dem b bringe ich über die Wurzel weg und dann folgt hier b ist gleich Wurzel, große Wurzel über hier die gesamte Rechnung. Da schreibe ich alles einfach nochmal ab. So, das kann ich jetzt ganz normal in den Taschenrechner eingeben ohne Wurzel. Und dann kommt raus 142,03. Aber Achtung, man soll ja auf ganze Meter runden, das heißt, wir bleiben bei 142 Meter. Gut, damit ist die B bekannt. Wie geht's weiter? Wir brauchen noch die L. So, kleiner Trick. Wie gesagt, die L liegt ja hier so blöd in einem Trapez drin. Viel schöner wäre es doch, wenn wir uns wieder über Dreiecke rechnen könnten. Ja, der Trick dahinter ist wie folgt. Ich verschiebe einfach die Strecke L nach innen. Ja, das ist ein Rechteck, das heißt, überall hier habe ich die gleiche Strecke L drin. Egal, wo ich sie einzeichne. Wenn ich die jetzt geschickt hier von C über M nach unten zeichne, habe ich nämlich einen tollen Vorteil. Die Strecke von C nach M, die kenne ich ja, die ist mit 82 Meter nichts anderes als der Radius. Das heißt, ich brauche hier unten nur noch, wie nennen wir den F, dieses Teilstück von F nach M. Und was bringt mir der Vorteil hier drin? Ja, ich kriege hier einen rechten Winkel rein. Und wenn ich jetzt die FM berechnen möchte, kann ich hier über dieses rechtwinklige Dreiecke dann gehen. Hier kenne ich die BM mit 82 Meter und ich würde ja auch die Winkel kennen, weil zum Beispiel dieser 120 Grad Winkel wird durch 2 geteilt, also genau halbiert, und dann kriege ich einen Winkel von 60 Grad rein. Wenn ich den Winkel von 60 Grad kenne, hier die 82 Meter sind in diesem Dreieck die Hypotenuse und dann die MF ist dann die Ankathete, kann ich also mit einem Kosinus berechnen. Habe ich es gerade hier irgendwo? Da. Steht hier zwar immer in der Formelsammlung immer, finde ich persönlich unglücklich drin, weil man immer erst überlegen muss, was ist B und C. Ja, aber wenn wir von A ausgehen, ist C immer die Hypotenuse, B ist die Ankathete. Also Kosinus wird hier gebraucht. Gut, stellen wir es auf. Ich will die Strecke FM berechnen. Ja, vielleicht mal nochmal von vorne. Also, die Strecke L ist nichts anderes als die Strecke FC in meinem Beispiel. Wie gesagt, Punkte darf man sich gern immer dazu schreiben. FC setzt sich zusammen aus der Strecke MC plus der Strecke FM. MC ist nichts anderes als der Radius mit 82, die kennen wir schon. Die FM, die müssen wir noch berechnen. Also zweiter Schritt, FM berechnen. Und da haben wir jetzt gerade gesagt, FM liegt im rechtwinkligen Dreieck. FM ist die Ankathete zum 60-Grad-Winkel. 82 Meter sind die Hypotenuse. Also folgt daraus Cosinus vom Winkel FMB ist gleich Ankathete FM durch Hypotenuse BM. Setzen wir die bekannten Größen ein. Cosinus von, ja, ich schreibe es bald mal so, 120 geteilt durch 2, kann man auch gleich 60 Grad hinschreiben, ist gleich, FM ist gesucht und die BM waren die 82 Meter. So, mit Säure auflösen oder per Umformung, ich muss die 82 nur hier aus dem Nenner wegbringen und dann folgt daraus, FM ist gleich 82 mal Cosinus von 60 und da kommt raus, ja, sogar eine gerade Zahl, 41 Meter. So, das muss ich jetzt nur hier oben einsetzen in meinen Wert von L. L ist also gleich, was haben wir, die 82 vom Radius mal die 41 hier von der Strecke FM, die noch nicht mal, da kommt ein Plus rein. Und das sind dann 123 Meter. Jawohl, damit ist B und L berechnet. Hier oben steht es B, hier steht es L und die Aufgabe ist gelöst.